Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video genauer ansehen, was Events sind. Und nebenbei werden wir auch noch eine kleine Einleitung in Multithreading bekommen, nämlich hauptsächlich in den Punkt, wie kann ich denn eigentlich bestimmte Funktionalität auf dem Hintergrund-Thread ausführen. Und dazu bauen wir eine neue Klasse. Es ist immer relativ schwierig, meines Erachtens nach, ein gutes Beispiel für Events zu finden. Ich hoffe trotzdem mal, dass dieses Beispiel den meisten hilft, die Sache zu verstehen. Ja, was sind Events? Events sind nichts anderes als in Klassen gekapselte Delegates, auf die sich andere Objekte registrieren können. Also sozusagen wenn ein Event von einer Klasse ausgelöst wird, ist es dem dahinterstehenden Objekt letztendlich egal, ob sich jemand auf diesen Event registriert hat oder nicht. Was eben wichtig ist, wenn sich jemand darauf registriert hat, dann wird eben die Funktionalität, die dazu gehört, über ein Multicast-Delegate ausgelöst. So, und bevor ich jetzt hier noch in theoretische Abschweifungen abdrifte, schauen wir uns einfach an, wie ein Event aussieht. Also ich möchte eine Klasse Metronom bauen und dieses Metronom soll eben anhand einer bestimmten Frequenz die ein Signal immer erzeugen, also ein Event auslösen. Also für den Musiker ist ein Metronom ja eigentlich ein Taktgeber. Und sowas Ähnliches wollen wir hier jetzt bauen. Was mache ich hier? Ich erstelle mir ein Feld, das vom Typ einer Action ist, also sozusagen ein Multicast-Delegate ist. Und das nenne ich Tick, weil jedes Mal, wenn ein Metronom Tick macht, soll es eben diesen Delegate auslösen, diesen Multicast-Delegate. Und wir sehen hier, dieses Feld ist natürlich private, gemäß den Konventionen der Kapselung. Und damit sich andere Objekte, andere Methoden, je nachdem bestimmte Nutzer meines Metronoms eben auf diesem Event registrieren können. Dazu stelle ich diesen Delegate über ein Event bereit. Und jetzt schauen wir uns gleich mal an, wie Events aussehen. So sieht die allgemeine Form eines Events aus. Wir haben hier eben ein privates Feld, das vom Typ eines Delegates ist. Und dieser Delegate wird über ein Event nach außen gegeben. Und wir sehen hier eben die Definition des Events. Wir haben hier die üblichen Modifizierer. Hier haben wir das Schlüsselwort Event. Also dieser Event ist sozusagen ein Instanz-Event, der über ein Objekt zu finden ist. Und man kann ihn eben außerhalb dieses Scopes anwenden. Also es ist auch total üblich, dass Events eigentlich immer public sind, weil sie eben an andere Objekte über das Hollywood-Prinzip bestimmte sozusagen Events, Nachrichten, Ereignisse mitteilen. Okay, wenn wir diese beiden Sachen haben, kommt eben der Typ des Delegates, der hier eben hinter diesem Feld steckt, wird hier wieder angegeben. Und dann eben der Bezeichner für den Event. Und dann kommt der Scope des Events, die geschweiften Klammern, und innerhalb dieses Scopes gibt es eine Methode Add und eine Methode Remove. Das heißt, genauso wie Eigenschaften, wie Properties, ist ein Event in .NET ein spezielles Paar Methoden, die einen Delegate kapseln. Ja, wir haben hier einen privaten Delegate, dieser wird von diesem Event gekapselt und in der Add-Methode wird eben der Delegate, der hier mit übergeben wird, zu unserem bestehenden Multicast-Delegate sozusagen hinzugefügt, plus ist gleich. Das heißt,
Die Methode, die über diesen Delegate referenziert wird, die kommt hier eben auch mit in diese Aufrufliste hinein. Und bei Remove wird eben analog umgekehrt die Methode oder die Methoden, die in diesem Delegate hier referenziert sind, wieder aus dieser Aufrufliste entfernt. Dann kommen wir zur restlichen Funktionalität unseres Metronoms. Was wir natürlich brauchen, ist, ein Metronom arbeitet üblicherweise in Schläge pro Minute oder Beats per Minute auf Englisch. Und die lege ich standardmäßig einfach mal auf 120 fest. Und wir benutzen hier eine Start-Methode, um das Metronom zu starten. Und wir benutzen eine Stop-Methode, um das Metronom wieder zu stoppen. Ja, und wie soll eben dieses Metronom vorgehen? Im Prinzip nicht ganz so wie der Timer, den wir schon aus einem vorherigen Video gesehen haben, der eben eine Systemressource nutzt, um sozusagen immer wieder ein Signal aufzubauen über einen gewissen Zeitraum. Also wir hatten ja sozusagen, falsche Pfeilrichtung, ich möchte in die Richtung haben. Wir hatten ja sozusagen hier eine Zeitachse, das war eben hier die Zeit. Und wir haben eben immer an bestimmten Punkten hier ein Signal gegeben. Entschuldigung, wenn die Striche jetzt nicht ganz gerade werden. Aber im Prinzip war das System dabei immer, dass zu bestimmten Zeitpunkten eben ein Signal ausgelöst wird vom Timer und der hat unsere Funktion aufgerufen und damit haben wir uns ja diese ASCII-Baum einfache Animation zusammengebaut. Wir möchten das jetzt genauso machen, allerdings benutzen wir dazu eben thread.sleep. Was macht diese Methode? Thread.sleep ist eine statische Methode auf eben dieser Klasse Thread, die offensichtlich was mit Threading zu tun hat, also mit dem Ausführen oder parallelen Ausführen von Code. Das heißt, innerhalb dieser Intervalle, wo nichts passieren soll, soll der Thread schlafen. Und wenn er eben dann aufgehört hat zu schlafen, löst er ganz kurz sein Signal aus. Das machen wir über diesen Event, den hier oben. Und wenn das fertig ist, legen wir uns wieder für eine gewisse Zeit schlafen. Und so möchten wir eben erreichen, dass wir ein Signal immer wieder hinbekommen. Jetzt ist das Blöde eben, dass dieses Thread.sleep, das sorgt dafür, dass unser Thread nicht mehr ansprechbar ist. Das heißt, wenn wir diese Funktionalität, dieses komplette Ding eben ausführen, dann heißt es, dass hier in der Zwischenzeit, während der Thread schläft, nichts anderes passieren kann. Also wir könnten zum Beispiel auch nicht den Nutzer fragen, möchtest du unser Programm jetzt abbrechen, beispielsweise indem du Enter drückst. Deswegen ist es sinnvoll, dass wir diese ganze Funktionalität nicht auf den Thread ausführen, auf dem wir eigentlich gestartet sind mit der Main-Funktion. Das ist, man könnte es irgendwie unser Einstiegs-Thread oder Haupt-Thread nennen, sondern das möchten wir jetzt eben auf einem Hintergrund-Thread ausführen. Und dazu schauen wir uns dann eben auch mal die Sache an, wie wir das Ganze umsetzen können. Also der Punkt ist eben, wir haben irgendwie eine Methode, die hat wohl intern hier irgendwie, ist das durch eine While-Schleife gelöst. Und in dieser While-Schleife ist quasi immer der Code drin, schlaf eine Runde, löst den Event aus. Schlaf eine Runde, löst den Event aus. Schlaf eine Runde, löst den Event aus. Bis irgendwann mal Stop wiederum von einem anderen Thread aufgerufen wird. Genau dann brechen wir eben diese While-Schleife ab. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie wir dieses Konzept, was ich hier skizziert habe, eben umsetzen können. Ich nehme jetzt diese Bilder wieder weg, weil sonst kann ich nicht weiter programmieren. Deswegen bitte das speichern. So, was wir als erstes machen ist, wir möchten eine Methode auf einem Hintergrund-Thread ausführen. Und dazu gibt es, das ist die neueste API, die eben Multithreading unterstützt. Es gibt noch andere Klassen im .NET Framework, mit denen man eben Funktionalität auf einem neuen Thread schieben kann.
Aber auch hier ist es so, man programmiert das nicht selber, dass oh, wir müssen einen neuen Thread erzeugen und so weiter, sondern wir benutzen dazu eben natürlich bestehende Klassen im .NET Framework. Und die Task-Klasse ist eben das Neueste, was es gibt. Meines Erachtens mit .NET 4 gekommen. Und damit, mit dieser Task-Klasse, können wir eben eine dem Konstruktor der Task-Klasse können wir, wenn wir uns das hier jetzt anschauen, dann sehen wir eben hier, dass wir hier eine Action haben. Also wir können dieser Klasse einen Delegate übergeben. Und die Methode, auf die dieser Delegate zeigt, die wird eben dann auf einem neuen Thread ausgeführt und nicht mehr auf dem aktuellen. Wir schauen uns gleich nochmal an, wie das aussieht. Das heißt, wir übergeben hier jetzt eine Methode, die heißt erzeuge Ticks. Und man sieht auch, dass ich diese private mache. Die ist von außen nicht erreichbar. Man kann sie bloß eben indirekt über die Start-Methode auslösen. Und hier übergebe ich eben diese Methode als Delegate. Das ist die kurze Schreibweise für Delegates. Ich habe nicht New Action genutzt. Und wenn ich das mache, dann sage ich bloß, sorge ich dafür, dass diese Methode ausgelöst wird, indem ich hier Task Start aufrufe. Was passiert jetzt hinter dieser Start-Methode? Es wird nicht tatsächlich diese Methode wieder indirekt über den Delegate aufgerufen, nein, sondern auf sogenannten Hintergrund-Threads, die automatisch von der CLR, von der Common Language Runtime, erzeugt werden und auch bereitgehalten werden, damit man sozusagen schnell Hintergrund-Code auf sie auslagern kann oder Methoden auf ihn ausführen kann, um genau zu sein. Wenn ich hier Start aufrufe, sagt es einfach bloß, liebe CLR, gib mir mal einen Hintergrund-Thread aus deinem sogenannten Thread-Pool und lasse diese Methode auf diesem Thread-Pool laufen. Was hier passiert, ist wirklich bloß, dass diese Methode, die wir als Delegate referenziert haben, eben eingereiht wird zur Ausführung auf einem Hintergrund-Thread. Sobald dieses Einreihen abgeschlossen ist, kommt diese Start-Methode sofort zurück und wir verlassen diese wieder. Ja? Also diese beiden Sachen laufen dann letztendlich parallel ab und Start wartet nicht, bis diese Methode hier komplett fertig ist. So, was wir hier als erstes machen, wenn wir in diese Methode reinkommen, ist, wir müssen uns natürlich erstmal das Intervall in Millisekunden holen. Und das kann man sich eben berechnen aus diesen Beats per Minute, die hier angegeben sind, indem man eben sagt, ich habe 60 geteilt durch Beats per Minute und dann eben mal 1000. Wenn wir das eben haben, kriegen wir eben den entsprechenden Millisekundenwert für diese Anzahl Schläge pro Minute. Und wir können uns das Intervall als Timespan dann eben besorgen, indem wir hier from milliseconds aufrufen und eben diesen Double-Wert hier angeben. Okay, wir haben jetzt in den ersten beiden Statements bloß das Intervall uns angeschaut, dass wir eben für thread.sleep brauchen. Also bei thread.sleep gibt man eben an, wie viel Millisekunden soll denn dieser besagte Thread dann schlafen, in diesem Fall eben unser Hintergrund-Thread. Und jetzt kommen wir eigentlich zu diesem While-Konstrukt, von dem ich eben gesprochen habe. Hier brauche ich eben noch irgendwie eine Abbruchbedingung. Ich schreibe jetzt erstmal einfach bloß true rein. Und dann löse ich dieses Event sofort aus. Das heißt, ich überprüfe, erstmal ist Tick ungleich Null. Wie wir bei Delegates schon angemerkt haben, es ist üblicherweise so, dass ein Delegate auf etwas zeigt. Bei Events ist das nicht der Fall. Warum? Dieses Feld ist standardmäßig einfach Null. Und solange nicht jemand sich auf dieses Event von außen registriert hat, es geht auch von innerhalb der Klasse, üblicherweise ist es aber so, dass eben außerhalb dieses Scopes
sich jemand auf das Event registriert, dann ist das Ding und bleibt auch null. Und das müssen wir immer, wenn wir Events auslösen, überprüfen. Also, beziehungsweise die Delegates hinter Events. Und wir nutzen hier eben Tick, oder wir lösen diese Methode, diesen Delegate aus, wenn wir eben sicher sind, dass er nicht null ist. Also das merken wir uns. Das ist immer der Weg, wie wir einen Delegate auslösen, der durch ein Event gekapselt ist. Erst überprüfen, ist er null. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir ihn auslösen. Ansonsten, wenn wir einen Delegate auslösen wollen, der null ist, dann kriegen wir eben eine Laufzeit-Exception. Ja, und wenn wir das gemacht haben, das ist sozusagen unser Event, dann rufen wir hier eben thread.sleep auf mit eben diesem Intervall, das wir hier benutzt haben. Und wenn ich schon Intervall schreibe, sollte ich vielleicht auch Deutsch machen mit Doppel-N. Genauso hier oben. Kommt davon, wenn man bloß in Englisch programmiert. Okay. Jetzt würde unsere Methode, die auf dem Hintergrund-Thread läuft, nie aufhören. Liegt eben an diesem True hier. Das heißt, wir müssen hier irgendwie noch ein anderes Konstrukt finden, sodass wir eben aus Stop, das wahrscheinlich nicht auf diesem Hintergrund-Thread aufgerufen wird, der ist ja mit dieser Methode hier beschäftigt, eben sagen können, jetzt ist aber Schluss, bitte hör auf. Und dazu füge ich noch ein Feld ein, das heißt soll stoppen. Solange das eben false ist, Hier ist es. Dieses soll stoppen ist eben standardmäßig false. Und wir setzen das hier auch sicherheitshalber nochmal auf false, wenn dieses Ding gestartet wird, damit wir hier auf jeden Fall in diese While-Schleife reingehen. Und in der Stop-Methode setze ich es einfach auf true. Was wir hier für ein Konstrukt haben, ist folgendes. Wir haben eben den Hauptthread, auf dem die Main-Funktion läuft oder die Main-Funktion startet. Und irgendwann kreieren wir uns eben mal diesen Hintergrund-Thread. Da läuft eben unsere Erzeuge-Ticks-Funktion. Und das wird eben ausgelöst, indem wir irgendwann mal, jetzt muss ich mal schauen, dass ich die Pfeile richtig rummache, so. Das wird ausgelöst, indem wir irgendwann wir eben Metronom Punkt Start aufrufen. Ja? Dann wird eben auf diesem Hintergrund-Thread, das sollte ich vielleicht jeweils auch noch dazu schreiben, das ist eben der Hauptthread und das hier ist der Hintergrundthread. Wenn wir das gemacht haben, wird hier eben dieser neue Thread erzeugt und diese Methode läuft auf diesen Thread. Und zwar erstmal unendlich lang. Nur zum Hintergrund noch, wenn diese Erzeuge-Ticks-Methode vorbei ist, dann wird auch der Hintergrundthread wieder beendet. Also sobald die Methode, die auf einem Thread startet, vorbei ist, gilt der Thread auch als beendet. Kommen wir aber noch dazu, wenn wir uns genauer mit Threading beschäftigen. Und wie machen wir das, dass dieses Erzeuge-Ticks wieder aufhört? Nun, wir könnten dann hier eben auf dem Hauptthread kommt eben ein console.readline und wir blocken sozusagen auch den Hauptthread, bis dieser eben hier irgendwann vom Nutzer mal wieder reaktiviert wird, indem er Enter auf der Tastatur drückt. Und genau dann rufen wir eben dieses... Also eigentlich muss ich das ja fast so zeichnen. Ich schreibe es ja einfach mal direkt hin, dass wir hier dann eben Metronom
Stop aufrufen. Und dieses Stop sorgt eben dafür, dass wir intern dieses soll stoppen Flag, dieses Feld, eben auf True setzen. Das wird innerhalb dieser Stop-Methode gemacht, die noch auf diesem Hauptthread läuft. Und das sorgt dafür, dass in dieser Überprüfung, die hier sozusagen immer in dieser While-Schleife stattfindet, auf diesem Thread, irgendwann mal diese While-Schleife verlassen wird. Also wir haben sozusagen mit Feldern die Möglichkeit, zwischen zwei Threads zu kommunizieren, indem ich eben in einem Thread dieses Soll-Stoppen-Feld, was wir hier unten sehen, eben auf True setze. Und im anderen Thread wird das ausgelesen, genau an dieser Stelle. Was dann eben dafür sorgt, dass diese While-Schleife hier abgebrochen wird durch ein Signal, was eben vom Hauptthread kam, was eben hier, Entschuldigung, falsche Pfeilrichtung, so, das eben vom Metronom-Stop auf dem Hauptthread ausgelöst wird. Und dadurch wird eben Funktionalität auf einem Hintergrundthread beeinflusst. Das nur nochmal so zum Überblick, aber so funktioniert das Ganze eben. Und was wir natürlich noch machen können, ist, dass wir diese Beats per Minute kapseln. Und ich mache hier natürlich noch eine Abfrage, dass wir eben sagen können, if value kleiner als 30 und value größer als 200, dann throw new argument out of range exception. Value und beats per minute muss zwischen 30 und 200 liegen. So in etwa. Und diese Klasse werden wir jetzt dann eben versuchen im nächsten Video einzusetzen. Was haben wir gelernt? Punkt 1, das sind Events. Das ist sozusagen das vierte Mitglied, was in einer Klasse oder auch in einer Struktur, wie wir später sehen werden, eben möglich ist. Events basieren auf Delegates, weswegen ich sie bis jetzt noch nicht erwähnt habe, wie eben die anderen drei Methoden, Felder und Eigenschaften. Diese Events verhalten sich aber im Wesentlichen wie ein spezielles Methodenpaar. Eben genauso wie Eigenschaften. Also wir haben eine Add-Methode und die Aufgabe dieser Add-Methode ist, zu einem privaten Delegate einen anderen Delegate hinzuzufügen. Einfach die Funktionalität von Multicast-Delegates, und das macht man üblicherweise mit dem Plus-Ist-Gleich-Operator, wie wir das schon vorher gesehen haben. Die Remove-Methode macht analog umgekehrt eben das Entfernen eines bestehenden Delegates aus dieser aus diesem Multicast-Delegate, und genauso sehen Events aus, wie auch bei Eigenschaften. Sie können hier tausende Anweisungen reinschreiben in diese Add- und Remove-Methoden jeweils. Bitte machen Sie es nicht. Der Nutzer Ihrer Klasse geht einfach davon aus, dass bei diesen Add- und Remove-Methoden nur genau das passiert. Punkt. Aus. Mehr soll hier nicht passieren. Und dann haben wir noch eine kleine Einführung in Multithreading bekommen. Das ist eben diese Task-Klasse. Es sorgt dafür eben, dass diese Methode erzeuge Ticks auf einem Hintergrund-Thread läuft. Warum haben wir das gemacht? Na, weil hier ein Thread.sleep drin ist. Und das Intervall für diesen Thread.sleep haben wir uns eben hier oben einmalig berechnet, wenn wir in die Funktion reingehen. Und dann läuft das Ding in einer While-Schleife, bis von einem anderen Thread wieder das Signal kommt, dass er stoppen soll. Also es muss nicht vom eigenen Thread kommen, aber ich glaube, naja, doch, es muss. Weil er kommt ja aus dieser Methode erzeuge Ticks nie wieder raus. Genau, und dieses Signal soll eben wieder vom Main-Thread kommen. Und im nächsten Video werden wir uns eben anschauen, wie wir diese Klasse einsetzen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.